Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV. Einblick, Ausblick oder auch nur dem, was sich der Markt hier bietet. Und wir wollen uns dem Thema Gold widmen. Sie werden mitbekommen haben, dass wir heute Vormittag schon gegen oder kurz nach 10, gegen 10:30 Uhr hier eine Tendenz auswarf im Intraday-Bereich, die denn hier mutmaßte, dass der Goldpreis eine Korrektur vor sich haben könnte. Den Artikel selbst finden Sie bei uns im JFD Desktop leicht mit einem Klick aufzurufen und natürlich hier auf der Seite von Gottmore Trader. Letztlich aber wollen wir uns kurz mal die aktuelle Situation anschauen. Wir sehen, der Goldpreis hat bisher noch keine Tendenzen vollzogen, hier einen größeren Abwärtsimpuls einzuleiten. Wir sehen jetzt hier auf der linken Seite aktuell den Stundenchart und da halten wir uns hier immer noch unterhalb des Resistance Level 1 vom heutigen Pivot Point auf. Und ja, der Goldpreis immer noch getragen von den Impulsen aus der vergangenen Woche. Wir wissen immer noch die Nachwehen nicht richtig zu verdauen in Sachen Schweizer Franken. Das wird auch noch einige Zeit anhalten. Aber der Goldpreis, wie gesagt, hat sehr, sehr gut davon profitiert und hat auch charttechnisch die ein oder andere Lanze gebrochen auf dem weiteren Weg nach oben. Jetzt aber eben die Frage, was ist denn nun mit dem Korrekturimpuls? Dazu will ich Ihnen kurz mal unseren MetaTrader-Chart direkt zeigen, und zwar hier den Goldpreis von heute Morgen hier in der Beschau, auch im Stundenchart-Intervall. Und wir sehen hier gerade den Realtime-Chart aus dem MetaTrader 4. Und da ist eben sehr schön zu sehen, dass wir hier diese Aufwärtstrendlinie seit Mitte Januar auf Stundenbasis ja scheinbar gebrochen haben, in Anführungszeichen, aber wir sind wieder zurückgekommen. Noch hier allerdings kein Grund zur vorzeitigen Euphorie. Tatsache ist, wenn es der Goldpreis schafft, hier per Stundenschluss über 1.350, 1.346 rauszugehen, dann hätte man hier sicherlich eine unmittelbare Fortsetzungstendenz, die auch im großen Bild durchaus weitere Zugewinne in Richtung 1.350 und mehr zulassen dürfte. Der Hintergrund der heutigen Korrekturannahme war jedoch jener, dass wir hier eben in Verbindung der, ich nenne es immer so schön, Kristallkugel der Vorausschau der charttechnischen und statistischen Tendenzen inklusive der Saisonalität, ihr hier eben einen durchaus stärkeren Abwärtsmove vermuten ließ. Tatsache ist, wir sind immer noch unterhalb des heutigen Tageshochs und wir haben hier nach wie vor das Reaktionsrisiko, was uns hier ja wie so eine Schablone praktisch aufgezeigt wird. Das heißt nicht, dass es passieren muss, aber aufgrund statistischer Auswertung der Vergangenheit und gewisser Kursmuster, die sich hier im Stundenchart, Schrägstrich im Tageschart gefunden haben, hat sozusagen die Fuzzy-Vektor-Logik einen Verlauf berechnet, der hier für einen Korrekturimpuls sprechen könnte. Schauen wir uns dazu auch noch mal ein anderes Bild an, und zwar hier den MetaTrader in der Intraday-Trading-Beschau von mir. Auch dies werden wir jetzt gerade in Zukunft häufiger hier im Live-Trading-TV fahren. Das heißt, wir schalten dann direkt auf den MetaTrader, auf Live-Kurse aus, auf Live-Charts und bewerten eben die Situation. Und wir sehen hier im Sinne des Rainbow-Prinzips, der ja nichts anderes ist als eine Trend-Momentum-Strategie, die uns hier aufzeigt, wie die Trader positioniert ausgerichtet sind. Die Farben stehen hier für unterschiedliche Tradergruppen und wir sehen, es bläst letztlich alles in eine Richtung. Also der Goldpreis ganz klar im Aufwärtstrend. Einzig eben hier die Konsolidierung, hier das heutige Tageshoch und so ein bisschen der Deckel, der da eben drauf zu scheint, hindert den Goldpreis aktuell an weiteren Höchstpreisen. Jetzt ist es so, idealerweise wäre hier eine konträre Entwicklung vorzufinden, wenn denn der Goldpreis jetzt im Sinne des Trendes nach oben läuft, weiter den Trend vollzieht, oder aber eben konträr im Sinne der Fuzzy-Vektorlogik, den Chart, den wir gerade gesehen haben, eben nach unten abdreht. Ideal ist es, wenn das beides zusammenpasst, das heißt, wenn jetzt die Fuzzy-Logik auch einen Aufwärtstrend zeigt und das Trendmomentum des Rainbows praktisch in die gleiche Richtung zeigt. Das haben wir jetzt hier nicht. Nichtsdestotrotz hat man aber hier mit diesen Impulsen auch eine Kontermöglichkeit. Jetzt gehen wir mal eine Zeitebene tiefer. Und zwar hier in den 5-Minuten-Chart. Und da sehen wir natürlich aktuell gerade auch positives Momentum, ganz klar. Wir haben heute hier schon zwischenzeitlich neue Tagestiefs markiert, hier um die Mittagszeit. Jetzt sehen wir aktuell einen Erholungsimpuls und gerade in der aktuell laufenden 5-Minuten-Kerze, die jetzt gleich endet, zack, da ist die neue,
haben wir es sogar geschafft, das letzte Stundenhoch zu überschreiten. Jetzt wird es ganz spannend hier im Bereich des Tageshochs, eben hier 1.303,46. Kommt der Goldpreis darüber hinaus, dann ist die Situation tatsächlich die, dass wohl auch hier die negative Fuzzy-Logik dahin ist und der Goldpreis sich hier durchaus weiter nach oben entwickeln könnte. Wir sehen hier die aktuelle Range. Wir sind hier 12,92 $ bislang gelaufen. Hier links unten sehen wir die durchschnittliche Range. Das ist knapp. Oder diese ist knapp bei 20 Dollar zu finden. Das heißt, wenn wir hier ein neues Tageshoch machen und hier nach oben rausgehen, dann spricht viel dafür, dass wir durchaus noch 7 weitere Dollars nach oben drauflegen könnten. Das wäre im Sinne des Trendmomentums, im Sinne der Rainbow-Struktur auch zu begrüßen. Aber nichtsdestotrotz, aufgepasst, sollte es eben nicht gelingen, dass wir hier dieses heutige Tageshoch der Asia-Session, das wurde hier in der Früh 7:15 Uhr markiert. Wenn wir hier nicht rübergehen, dann ist davon auszugehen, dass der Markt, wenn er denn wieder zur Schwäche neigt und insbesondere ein neues Tagestief macht, das haben wir hier, oder besser gesagt, ein neues Intraday-Stundentief, das wäre hier unterhalb von 1.296,23 $. Wenn der Preis darunter abkippt, dann haben wir hier durchaus die Chancen, dass sich das Pattern, diese Fuzzy-Logik hier durchaus entfaltet. Sie sehen, es ist im Prinzip der Spiel bei zweier Möglichkeiten, Trend folgend, Ausbruch nach oben durchaus zu präferieren. Scheitert der ganze Versuch hingegen und gehen wir hier unter das letzte Stundentief zurück, dann wäre auch der Rainbow hier in der 5-Minuten-Struktur gefährdet, weil wir eben dann auch den letzten gleitenden Durchschnitt nach unten durchbrochen hätten. Und dann könnte man hier durchaus sozusagen als Counter-Trade gegen den Trend eine Positionierung einnehmen, um dann hier am Weg gen Süden teilzunehmen. Letztlich bleibt es alles Spekulation, wenn wir auf die News-Seite schauen, beziehungsweise was erwartet uns heute hier noch von der news-technischen Bilanzseite. Wir haben hier 14,30 Baugenehmigungen aus den USA. Das wird den Goldpreis jetzt nicht aus den Angeln heben. Ansonsten auch ein relativ ruhiges Verhalten, also rein vom Newsflow her, von der News-Seite ist jetzt hier kein größerer Impuls zu erwarten. Aber wir wissen, dass gerade im vorbörslichen Geschäft, wir wissen, dass gerade auch zum US-Opening durchaus mal der ein oder andere Button gedrückt wird aus Übersee und dies hier durchaus Impulse initiieren kann. Also nochmal, der Goldpreis kann einen Korrekturimpuls starten. Trend folgend sollte er es nicht tun, markieren wir aber hier neue Stundentiefs, dann sieht es durchaus so aus, als hätten wir hier die Chance. Und damit kann man durchaus spielen. Was wir hier im JFD Live Trading TV überdies noch darstellen werden, sind im Prinzip auch gewisse Pattern nach der Fuzzy-Logik, hier auf Aktien bezogen, Indizes bezogen und auch natürlich Rohstoffe. Das dann hin und wieder gepaart mit dem Rainbow, mit dem Trendtrading und wie auch vorhin schon gesagt, wenn es sich denn ergibt, dass wir hier einen Gleichklang haben, und das ist übrigens auch das, was gern von mir Intraday präferiert wird, wenn wir einen Gleichklang haben im Sinne des Trendmomentums und der Fuzzy-Logik und noch einer ausreichenden Range, dann hat man relativ gesehen eine gute statistische Wahrscheinlichkeit, mit seinem Trade richtig zu liegen. Dann geht es natürlich nur noch darum, wo ist der Entry, wo ist der Exit, wie mache ich das Chance-Risiko-Verhältnis fix. Das sind Punkte, die werden wir dann auch immer wieder gern im oder auf dem JFD Desktop erläutern, beziehungsweise heute, just in knapp 50 Minuten beim JFD Devisenradar, da haben wir ein ganzes Webinar zur Verfügung, wo wir uns dann ja auch dieser Fragestellung widmen können, auch den Goldpreis unter Umständen nochmal in der Nachbeschau beleuchten, was denn hier nun passiert ist. Letztlich, wie gesagt, in einer knappen Stunde, 50 Minuten, wie gesagt, haben wir das JFD Devisenradar. Da werden wir uns den Goldpreis anschauen und eben solche Thematiken durchsprechen. Ansonsten auch immer wieder mal auf die Live-Event-Seite geschaut. Wir haben auch abends Webinare im Angebot, Abendwebinare, die dann auch immer wieder das ein oder andere Thema, die ein oder andere Strategie oder eben auch einfach nur den Markt auf Ausblick aufnehmen. Insofern ein reichhaltiges Angebot und ich denke doch, da ist für jeden was dabei. Ansonsten zum Goldpreis, die letzte 5-Minuten-Kerze läuft schon wieder dahin. Wir sehen hier, es wird wirklich daran gearbeitet, ein neues Tageshoch zu machen. Das passt trendfolgend ganz gut ins Bild. Geben wir hier nochmal einen 15-Minuten-Chart, der sieht gut aus. Der 30-Minuten-Chart sieht gut aus. Der Stunden-Chart sieht gut aus. Der 4-Stunden-Chart, Sie sehen, der Rainbow ist sehr, sehr stark aufgefächert hier im 4-Stunden-Chart-Intervall. Natürlich ist das auch schon eine Bewegung, eine Intensität, die durchaus mal einen Verschnaufer zulassen könnte. Und sofern er denn kommt, und damit will ich es dann auch für heute beenden, wäre ähnlich wie in der Analyse eben dargestellt, hier dieser Bereich, Sie sehen hier diese Knautschzone um 1.273, 1.275 Dollar tatsächlich zu präferieren. Das wäre dann auch das Niveau, was uns hier diese Vektorlogik hier in einem ersten Impuls hier vorausgesehen hat. Wir sehen aktuell, wie gesagt,
Der Goldpreis stemmt sich ein Stück weit dagegen, aber der Tag ist noch jung. Die Amerikaner sind noch nicht vollends dabei. Wir dürfen also gespannt sein, was passiert. Ich, meine lieben Zuschauer, würde es jetzt an dieser Stelle auch schon belassen für die heutige Sendung. Morgen zum EZB-Termin werden wir sicherlich auch noch was fahren. Wird sicherlich ein sehr, sehr spannender Tag, auch gerade Euro-US-Dollar. Dann nehmen wir das nochmal konkreter unter die Lupe und widmen uns mal dem, was der Euro-US-Dollar so treibt. Also da aufgepasst, wir werden das auch wieder rechtzeitig im Stream ankündigen. Ich sage, wie gesagt, nochmals danke fürs Einschalten. Wenn Sie dabei sein wollen bei weiteren Sendungen, einfach auf den Desk schauen und informieren. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen erfolgreichen Handelstag und bis bald, Ihr Christian Kämmerer.